Da hustet der Hubi. Nächster Versuch dieser Scheißhöhle. Wir haben echt noch eine Frostkiste da unten irgendwo. Definitiv. Genau, und da müssen wir irgendwie die Jungle Door irgendwo mal finden. 23 Ektoplasma. Hast du noch ein bisschen Ektoplasma eventuell? Ey, cool, danke. Also, ist die Kiste gerade offen. Der Okay. ist, ja, der Stack war mir. So. Ich muss mal gucken, weil wir irgendwas nicht brauchen. Kann man da unten eigentlich irgendwas in die Luft springen? Nee, ne? Achso, muss man den Mist wieder So. holen. Kann man? Kannst du. Kannst Ja, fand ich auch mal alles, alles hier. Du kannst dich auch hier geradeaus runtersch. Das wäre nämlich auch mal eine Option. Jetzt gucke ich erstmal. Pass auf, wir sprengen uns jetzt mal runter. Weil, ne, jedes Mal durch diesen ganzen Scheißer durchgehen. Hat doch keine Lust zu. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Wir kennen das Thema ja schon. Piu, piu, los geht's. Nee, guck, geht nicht. Das Ding ist immun. Das cheatet, das Dungeon. Aber bohren kannst du. Ist da noch eine, ist das noch Dynamiter? Wird er weggemacht, oder? Ist das noch Nee, Dynamit? nee, das ist kein Dynamit. Aber es stimmt, du kannst das hier machen. So, willst du in sowas, in so einem Schacht sein, wenn der Nico Entschuldigung. kommt? Gesundheit. Naja, aber ich will nicht die ganze Zeit wieder durch die 10.000 Viecher durch. So, jetzt kann ich auf jeden Fall schön Abkürzung nehmen. Ah, so. Also, wie gesagt, die rote kriegen wir schon nicht auf. Warum auch immer. Wo auch immer. Weil uns da der passende Schlüssel fehlt. Ich meine, wo auch immer der Schlüssel ist, das wollte ich eigentlich sagen. Achso, wir müssen auf jeden Fall nach links erstmal. Höp. Das ist deine Viecher sind unglaublich. Unglaublich aggro. Das ist aber ganz okay. Agro-Minions. Muss ich wenigstens nicht machen, nichts machen momentan. So, da oben war ich. Jetzt gehen wir erstmal mal hier runter. Da ist hier so ein Typ. Das macht Schaden. So ein Kombinationsding ist das geil. Da ist ja noch einer. Ach, das ist die enge Stelle hier immer. Da ist einer. Oben. Unten, rechts, links. Scheiße! Brauch Potion. Nein, nein, da ist noch so ein anderer Typ. Was ist das? Das ist irgendwas, was Diabolik. Feuer. Ja. Den zusammen mit dem Necromancer. Ich glaube, wir gehen dann doch mal wieder woanders hin, oder? Ich habe keine Lust mehr. Nein, 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 Du das sehe willst ich jetzt die. gar nicht ein. Hab du. Sekunde, Sekunde, ich muss mal die paar Silber, die ich mal gemacht habe, hier reinstecken und das auch noch da rein. Und Alter Schwede, gibt's nicht irgendwas? Was ist das denn? Confusion. Angry Nimbus. Ich hab. Oh, ich hab was gefunden. Keybrand. 58 Mini Damage, 8 Critical Strike Chance, Average Knockback. Wie sieht denn das aus? LOL! LOL! Ich verprügel dich mit meinem riesigen Schlüssel. Na, aus welchem Spiel? Kingdom Hearts. Ja. Der ist nämlich Gold. Das ist ein Gold-Item. Ist das mal cool. Wo habe ich den denn eingesammelt? Ich glaube, ich nehme jetzt den hier mal so ein bisschen. Nicht, dass ich damit lange überleben würde und wir sind beide so halb tot, aber hey! Es ist Feuer. Folgt dir. Feier. Ich glaube, wir buddeln uns doch mal durch irgendwo. Und irgendwo an der Seite, wenn diese Viecher wieder auftauchen. Schade, dass man nicht sprengen kann, Mann. Whee! So, der ist schon mal weg. War aber normaler. Flap, flap. Ach, ich habe den Whisper nicht draußen. Sekunde. So. Brennt, brennt, ihr Untoten, brennt. Ja, ich glaube, es ist einigermaßen frei. Einigermaßen. Plasma mit Ecto.
Na, Paladin, 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 Paladin. Don't try this at home, kids. Abends. Abends. Lauf, Hubi, lauf. Ich bin einfach auf die andere Seite gegangen. Knorke, du kannst dir erstmal ein Zuhause bauen. Oder guck dich erstmal um. Wenn du spawnst, musst du nach links. Nach links, okay. Du wirst uns das Haus schon finden. Mhm. Nein, Necromancer! Brenne, Necromancer, brenne! Natürlich. Was? Natürlich mitten in der Nacht gespawnt hier. Ach, das macht doch nichts. Ich glaub, du hast einen Necromancer bei dir. Sternschnuppen ein. Ja, die brauchen wir eh nicht. Kannst fallen lassen. Echo ist tot. Nein, ich auch gleich. Hilf mir, Ruby. Rette mir. Nein, nein, noch ein Necromancer. Nein, nein, ich will hier weg. Nein, ich mag nicht. Oh. Heilige Scheiße, ey. Kann das mal aufhören, damit ich wieder einigermaßen Hitpoints sammeln kann? Ich nehme doch wieder die Shark Gun. Oh, du siehst auch nicht mehr so sauber aus mit 68 Points. Ich wirklich. Warte mal, ich guck mal, ob ich den Treffer hab ihn. Beiß ihn zu Tode mit meiner Piranha Shark Gun. Wieder unten noch die ganze Tra. Da hast du einen Wisp an dir dran. Er ist tot. Komm. Mein Herz, mein Herz. Nein, hast du doch. Oh. War zum Glück nur ein normaler. Bitte weiter. Scheiße. Was? Li. Ach, das Li? Ja, ich brenne mal ein bisschen zuhauf. Guck mal hier. Und weg. Hol dir den Gürtel, wenn du hat. Ach, da ist. Lebt er noch? Nee. Wir sind gerade im Dungeon, wie du hörst. Ja, denke ich mir. Ja, genau so. Ja. Arsch. Hihi, nur als Unbeteiligter. Ja, das glaubst du aber, wie oft wir hier sterben, ist unglaublich. Aua, und die Pfeile machen 28 Schaden, what the fuck? Mach die mal Factor, die fuck, die Dings, ist egal. Boah, ihr war da schon ganz schön fleißig hier, hey, muss ich nur sagen. Fleißig? Ist schon untertrieben. What the fuck, hell? What the fucking hell? Irgendwas macht gut Aua, ne? Was macht da so Aua? Weiß ich nicht. Ah, Ekoplasma! Das ist diese Stelle hier ist. Schick runter. Tu ich doch! So, ich stell mich hier rein. Ich bin hier drin. Ich bleib mal einfach da so stehen. Herz! Mein Herz! Ah, da ist noch einer. Hilfe! Mach die Tür zu. Ah, was war das? Nein! Mit einer Rakete erschossen worden. Verdammte Axt, dieses blöde Drecksvieh hab ich gar nicht gesehen. Bleib am Leben! Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie hinkommen könnte, schnell. Oh Gott, ist da viel Zeug bei dir! Ich glaube, wir gehen mal Knorker besorgen. Besuchen wollte ich sagen. Wir gehen ins Knorker besorgen. Tot im Knorker! Ich bin jetzt gerade an Hubis Haus, denke ich mal. Weiß nicht. Wir haben mehrere. Baum. Ja, dann wahrscheinlich schon. Wenn es ein Baumhaus ist, ist es No Aim. Und Co. Also wir haben ja ein Gästehaus auf der rechten Seite. Mhm. Klar, wir machen jetzt erstmal die Tour mit Los Knorkos. Ja, genau. So, also einmal zurück, den Regelmanteltypen da oben noch wegmachen. Komm her, du. Nix fallen lassen, oder? Nee. So, das ganze Zeug mal weg. Ah, guck mal, noch mehr Regenmäntel. Endlich mal wieder Regenmantel-Zombies. Und schon laufende Fische gesehen? Hat sich ja einiges getan hier, muss ich sagen. Einiges? Ja, du hast doch nicht bei der. Ja. Einiges ist untertrieben, mein Freund. Einiges ist untertrieben. Das ist ein komplett neues Spiel im Prinzip, im Hard Mode zumindest. Also selbst im normalen Mode, aber. Wir haben auch schon die richtige Rüstung für dich gefunden, die wir herstellen wollen. Die sogenannte Turtle Armor. Aha. Das hat nur ein. Du bist ja unser Melee-Kämpfer, richtig? Immer noch? Ja. Das wird dir. Das ist. Hat einen Vor- und Nachteil. Es hat viel Rüstung, aber es zieht die Aggro von Viechern an. Ja, super. Was aber super ist, weil du bist der Nahkämpfer. Du bist der Tank. Aha. Und ich spec auf Magier um. So, jetzt gibt mir diesen Hut. Immer noch keinen Hut. Und es gibt unglaublich viele neue Vanity-Items. Unglaublich viele.
Der Schleim hatte den Hut. Nee, hat er nicht. Doch. Oder hast du ihn eingesammelt? Dann habe ich keinen Platz gehabt. Gib mir den Hut! Gib den Hut! Mit den hier, ja? Brella, Brella, under my umbrella. Minions! Achso, muss ich aufsetzen, ne? Das war ja das. Nein, ich bin abgestürzt! Nein, ich bin doch gar nicht unten rein. Was mache ich denn hier? Warum bin ich hier? Jetzt hast du den Regenschirm angezogen, du ja, Nase. Das ist ja nicht angezogen. Naja, schon. Ich muss ja nicht schießen. Deine Minions schießen ja. Lalalala, lalalala. Ihre Majestät, die Mad Mike Fee, macht halt einen kleinen Spaziergang mit seinem Commander of Minions. Ach, schon wieder Hosen. Übrigens ist ja, die Drop-Chance davon wurde anscheinend wirklich massiv erhöht. Hubi ist jetzt unser, ja, ich würde mal Chief Dschungeldoktor. Im Dschungeldoktor, genau. Ich bin der Himmelskönig. Müsst ihr auch gleich sehen, warum, wenn ich ankomme. Ich sehe deinen Wolkenpalast da oben. Ja, das ist mein Wolkenpalast. Ja, ja. Der Wolkenkönig ist gleich da im Übrigen. Wo bist du denn gerade? Ah, du musst noch ins rote Team im Übrigen. Du weißt noch, wie das geht. Ja, ja. Und? Ah, laufende Fische sind hier unten. Sehr schön. Hallo! Hallo! Oh. Na? Was ist denn so? Wie geht's denn so? Ach, wird langsam Zeit, dass der Mann mal neu ausgerüstet wird hier aus der Woche zu Hause. Dann, du hast dir das schon ein bisschen angeguckt, ja? Also ja, hier oben ja. Ist mein Sky Castle mit meiner Galerie und allem drum und dran. Du siehst die neuen Minions von No Aim, die fünf verrückten Pygmies. Übrigens, wenn du Space gedrückt hältst, dann schwebst du mit den Flügeln, falls du es nicht wusstest. Also gleitest dann so. Das mache ich zum Beispiel gerade mit meinem Regenschirm. Der ja auch neu ist. Whee! So, und das hier ist unsere Crafting-Station mit ein paar mehr Sachen. Das Seil kannst du, wenn du nach oben drückst, wenn du vorbeifliegst, oder hochhüpfst und dann nach oben drückst, Mama. Ah. Genau, dann kannst du hier... Das haben wir extra für dich geholt, damit du nicht im Arsch stürzt. Warum ist dieses Loch hier in der Wand? Da wollte ich eigentlich irgendwas basteln, reinstellen, aber ich weiß nicht mehr, was ich reinstellen wollte. Das hat nicht ganz funktioniert, du müsstest es mal wieder zumachen. So, der Tresor hier, da kann ich mal gerade einen Quickstack machen, fällt mir gerade ein, ne, habe ich nicht mehr. Der hat eine schöne Eigenschaft, und zwar kannst du dein eigenes Zeug da drin lagern und da kann keiner dran außer dir. Das machen wir allerdings nicht für Erze. Erze werden einfach in meiner virtuellen Bubble dann gedingst. Das heißt, die gehen immer zu mir und ich packe die da rein, weil wir da was herstellen wollen irgendwann mal. Und es gibt verschiedene neue Themes. Jetzt ist die Frage, möchtest du... Wir wollen jedes Theme irgendwie einmal haben. Das heißt, das Holz-Theme nutzt schon der gute No-Aim. Ich habe mir das Wolkending geholt, dementsprechend habe ich Wolken bombardiert und abgebaut. Oh, hier mal kurz wechseln, wenn das Ding weg ist. Oh. Piranha-Gun. Es gibt noch Skelett-Dinger, die kannst du mit Knochen herstellen. Warte mal, das kann man dir mal zeigen, indem wir dir einfach mal Knochen an den Kopf werfen, die ich gerade nicht habe. Egal. Huch. Es gibt Dschungel, es gibt... Also im Prinzip jedes Biom, genauso wie Hölle, hat sein eigenes Aussehen mittlerweile. Okay. Die Frage ist, auf was für ein Ziel du halt stehst. Bis auf die halt schon verbraucht sind, was nur zwei sind, dementsprechend, ja. Achso, ich habe zwei neue Bilder, die ich mal kurz aufhängen wollte. Dann werde ich mich wohl erstmal ein bisschen im Netz informieren, was für Themes es gibt. Schwuppdiwuppdiwupp. Dupdudupdudup. Doink, doink. Doink. Kadoinki doink. Moment, hab ich das nicht doch schon? Ah, das Bone-Dings habe ich doch schon. Das kannst du denn haben. Das ist dein erstes Bild sogar schon. Apropos Bild. Blödsinn. Ich habe ja eine Dekorationskiste. So. Hast du ein bisschen Platz im Inventar? Ein bisschen, ja. Ein Bild für dich. Noch ein Bild für dich. So, und jetzt... Bevor ich dann, weil das hast du auch noch nicht bestimmt hier, so. Da habe ich schon wieder zwei von, unglaublich. Das kannst du auch noch haben. Und das kannst du auch noch haben. So, zwei Plätze habe ich noch. So, und jetzt ist die Frage, was für einen Stil du haben willst. Ich habe ja hier vielleicht habe ich hier noch was. Geh mal ein Stückchen zurück, bitte. Nein,
Na, das machen wir später. Die Zuschauer wissen schon, was wir vorhaben. Eis gibt's auch. Du kannst ja mal gucken, ob dir dieser Theme hier gefällt. Geh mal raus auf den Boden und mach dir eine Eishöhle, ne, oder irgend sowas. Also stell es irgendwo hin, kannst du wieder abbauen. Mhm. Und wir können dem guten Mann ja mal ein paar Sachen machen. Oh, danke fürs Ektoplasma, super. Bitte. Ja, apropos, ich wollte Eis. Eis, Eis, Eis. Eis, Eis, Baby. Yeah, die Spectre Rope. Ah. Mm. Ja. Spectre Pickaxe, 33 Millidamage. Na gut, die andere ist besser. Die Pickaxe-X. Jo. Spectre Hamaxe, 63 Damage. Aber was cool ist, die Spectre Pants. Spectre Rope. Warum kann ich nicht anziehen? Hm, wahrscheinlich, weil ich das erste Mal einmal ablegen muss. Moment. Nein! Ach, scheiße. Ich hab mich verklickt, richtig? Richtig. Naja, wir kennen das Spielchen ja. Machen wir dann später. Ach ja. So, wir bauen jetzt trotzdem erstmal den Knorke etwas. Was machen wir denn am besten? Brauchen wir noch irgendwas? Muss ich noch... Hey, Kobalt, dass wir irgendwas zerstört. Wir brauchen noch Chlorophyt, ne? Das war ja, glaube ich, auch das, was wir wollten. Ja. Und rüstungstechnisch war Chlorophyt ja besser als alles andere, genau. Wir wollten es am ersten Mal Set machen. Das heißt, daraus bauen wir erstmal noch nichts. Das geht ja in die Truhe. Alles andere, was er momentan hat, müsste ja eigentlich noch auf dem Stand sein, wie wir auch. Wir haben dieselbe Rüstung ja immer noch an wie er. Warte mal kurz, Knorker? Ja. Welche Rüstung hast du an momentan? Rot, blau, grün? Irgendwas? Blau. Du hast blau noch an? Mhm. Das ist ja schon mal ein Wort hier. Hast du schon ein paar Teile rot? Nee, gehabt? Gar nicht. Okay, Hubi, du weißt, was das bedeutet? Ja. Ab in den Keller. Du darfst dir klauen. Hm? Ja, ich habe meine an die Puppe gehangen. Ach, stimmt ja. Richtig, da war ja was. Da müssen wir doch nicht bauen. Das ist cool. Holst ihn dann gleich mal ab, wenn er unten weiß, aber das... Möchtest du das so bauen mit dem Eis oder nicht? Ist das... Oh, weiß Eis, nicht. Ja. Machst du ein Eiscave? Das kann dann sein, dass du aus deinen Wänden etc. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber eventuell könnten Dings rauswachsen. Wie heißen sie auch gleich wieder hier? Eiszapfen. Eiszapfen, genau. Mhm. Ich höre schon wieder, der Knorker ist wieder total überfordert. Nee, ist er nicht. Oh, da kommt aber, der schießt auf mich. Du machst kaputt. Grabstein habe ich keine neuen mitgenommen. Gibt es auch etliche neue. Dekorationsgedöns. Ah, wir haben übrigens eine neue Regel. Ich weiß nicht, ob du schon mal dazugehört hast in der Richtung. Alles, was so Dekorationszeug und so angeht, können wir quasi Ersiriussen. Ersiriussen? Ja, Ersiriussen. Du weißt, was Sirius früher gerne gemacht hat? Er hat ja immer ein bisschen gerne geschummelt. Er hat es zwar nicht benutzt, das war ja in Ordnung, aber er hat sich oft Sachen geschummelt, um zu gucken oder zu benutzen oder was auch immer. Mhm. Und deswegen sagen wir immer Sirius. Ist nicht böse gemeint, auch wenn Sirius irgendwie gerade nicht so gut drauf ist, aber hey, bisschen Spaß muss sein. So, den brauchen wir noch, den brauche ich auch noch. Wo habe ich denn? Das hier ist noch ein Vanity-Item. Nee, ist ein Dings-Item, ne? Dann packen wir das. Das Problem ist, dass ich selber mit meinen Kisten mittlerweile durcheinander komme. Weil ich die nicht wirklich sortiert habe am Anfang. Ah, hier. Da muss die Schatz... Karte rein. Da muss hier. Der Umbrella Head muss ins Vanity Item gedöns, genau. Ach, Mike? Yes. Du wolltest noch ein Pilzbiom an der Oberfläche bauen. Also doch an der Oberfläche. Muss man es an der Oberfläche bauen? Ja. Yep. Hast du nachgelesen, ja? Ja. Yep. Also soweit ich das gelesen habe. Nee, ist gut. Okay, alles klar. Das mache ich dann gleich. Dann kannst du mit Knorker ein bisschen gucken, dass du ein bisschen was zusammenkriegst. Und ich guck mal gerade, dass ich nicht noch irgendwas mitnehme, was ich nicht brauche. Das heißt, die Katakomben habe ich auch schon. Das ist dann noch ein Bild für einen Knorker. Kommt dann hier wieder mit rein. Da kannst du dich dann auch nachher bedienen, aber erstmal machst du unten wahrscheinlich eh rum. So. Uah. Gut. Er macht. Gut. Warte, hast du was gefunden? Ja.
Was hast du denn gefunden diesmal? Erzähl mal. Mike, du hast mir doch gesagt, du hast mir doch den Sandsturm in der Flasche gegeben. Ja, genau, richtig. Ich habe jetzt auch den Blizzard gefunden. Den Blizzard? Ich brauche jetzt nur noch einen Ballon. Ach, muss man die alle sammeln? Wenn du alle drei hast, kannst du und alle drei in den Ballon packst, kannst du sie zusammenpacken für einen Quadro-Jump. Ja, hätte ich das mal gewusst. Aber einen habe ich sogar noch, den Blizzard habe ich noch. Den Sand muss ich halt wieder finden und den anderen dann auch noch. Aber gut zu wissen, du bist halt unser Informationsmeister, was sowas angeht. Und dementsprechend mache ich jetzt mal ganz kurz ein kleines Päuschen und dann geht's gleich weiter.